Hallo und herzlich willkommen zu Angespielt. Heute werfen wir einen ersten Blick auf Weakwood Throne, ein 2D-Action-RPG mit einer Open World. Und ja, es ist mir gleich ins Auge gesprungen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Die Grafik finde ich super, super charmant. Aber bevor wir ins Spiel starten, schauen wir uns doch zuerst mal hier die Settings an. Ach ja, noch kurz vorab. Recht herzlichen Dank an den Entwickler dafür, dass er mir das Spiel zur Verfügung gestellt hat, damit wir es uns mal zusammen ansehen können. So, aber jetzt in die Settings. Was haben wir denn hier unter Game-Einstellungen? Die Sprache können wir ändern. Was gibt's denn hier? Zweisprachig. Vibration fürs Gamepad. Nein, das wollen wir nicht. Auto-Aim, Controller und so weiter. Gamepad-Typ kann man ändern. Aber ich werde das jetzt erstmal mit Tastatur und Maus spielen. Da ich nicht weiß, ja, ist halt meine Sache so mit Action-RPGs oder so 2D-Spielen generell. Wenn es halt, wenn man Nahkämpfer spielt, dann bin ich eher dazu geneigt, Gamepad zu nehmen. Aber mit Fernkampfwaffen ist das halt so eine Sache. Da finde ich Gamepads ehrlich gesagt nicht so toll. Was haben wir denn hier für Videoeinstellungen? Screen Resolution Auto, Fullscreen Mode, Screen Mode. Und der Rest steht alles auf Maximum. Ich schau mal kurz, was haben wir denn hier alles? Da sind ja ein paar Auflösungen bei. Ich lasse das jetzt mal hier auf Auto. Gehen wir mal zurück. Audio-Einstellungen haben wir hier. Ich muss sagen, ich habe schon mal eine Testaufnahme gemacht, aber der hat irgendwie die Settings nicht gespeichert. Warum auch immer. Okay, hat er sie jetzt gespeichert? Vielleicht habe ich auch die falsche Taste gedrückt, das könnte auch sein. Jetzt hat er scheinbar gespeichert. Okay, ich habe nichts gesagt. Steuerung haben wir hier, WSAD-Movement. Das ist schon mal klasse. Und ja, die einzelnen Tasten sind nicht so viele, aber dann können wir uns das doch jetzt mal anschauen und starten in ein neues Spiel. Pick up weapon to attack enemies. Wie können wir denn die Waffe aufnehmen? Ach, nimmt sie automatisch auf. Okay. Laufen wir mal nach oben. You can cut plants with weapon and take their lives. Okay. Ja, Samen bekommen wir. Können wir die hier auch kaputt hauen? Ja. So, hier haben wir unseren ersten Gegner. Mit F können wir auf den Gegner locken. Habe ich jetzt nicht gemacht. Wäre wohl vielleicht auch eher was für ein Gamepad. Also mir gefällt der Grafikstil. Der ist zwar auch sehr, sehr einfach, aber sieht sehr sauber aus. Und ja, ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir wirklich. Da ist ein Trank, den will ich mitnehmen. Gesundheitstrank. Den brauche ich bestimmt. Ja, was haben wir hier noch? Level-Anzeige, HP-Anzeige, Mana-Anzeige. Oben ist eine Minimap. Moment, wenn wir M drücken, kriegen wir eine Map und eine Quest-Anzeige. Generell muss ich auch sagen, die Menüs gefallen mir schon recht gut. Also sieht auch alles sehr aufgeräumt aus. Das macht schon super. Mit der rechten Maustaste können wir eine Dodge-Roll machen. Erledigen wir mal hier die Krabbe. Aua. Ja, ich hätte wegrollen sollen, aber will ich jetzt erledigen. So, jetzt komm her. Gold haben wir bekommen. Da haben wir noch einen Gegner. Ist auch Geschichte. Wunderbar. Mana Potion. Skate helps overcome big distance faster. Ach so. Okay, wir können skaten. Rechte Maustaste gedrückt halten. Das ist ja klasse. You can find items in your inventory. Na, das ist ja irgendwie selbsterklärend. Heiltränke haben wir hier. Skates. Was haben wir denn hier beim Item? Was haben wir denn für Werte? Force, Requirements. Damage, Effekt, ohne Effekt, kostet so und so viel. Können wir entfernen oder droppen?
lass das jetzt erstmal so. Ich hau da erstmal auch keine Pflanzen mehr um, irgendwelche Samen zu sammeln. Hier haben wir unsere erste Stadt. Kann ich mit dir reden? Kann ich überhaupt mit dir reden? Sieht jetzt nicht so aus, oder? Kann euch auch nicht hauen, okay. Ach, mit dir kann ich reden. Du bist ein Waffenhändler. Also, das hat so ein bisschen so von der Grafik so einen leichten DS-Vibe, nur als ein bisschen hochskaliert, aber mir gefällt das wirklich, wirklich gut. Sehr farbenfroh alles. Hier können wir Zeug kaufen, Heiltränke und so weiter. Ja, erstmal uninteressant. Können wir denn hier reinlaufen? Nein, können wir nicht. Wäre vielleicht ganz hilfreich zu sehen, gleich von Anfang an schon zu sehen, mit wem wir reden können und mit wem wir nicht reden können. So, was ist mit dir, Oberkrokodil? Das ist Martin. Martin. Können wir... Oder gibt es dafür noch eine andere Taste? Wir schauen mal kurz. Können wir kurz hier irgendwie schauen? Da. Nein, wir können uns scheinbar hier nicht die Einstellung anschauen. Oder die Controllerbelegung besser gesagt. Oder ich mache hier jetzt irgendwas falsch. Nö. Okay, können wir hier rein? Nein. Was sagt denn die Map? Gar nichts. Okay. Weiß nicht, muss man hier erst noch so eine Map finden? Aber wir sehen das hier auf der Minimap schon so ein paar Symbole. Okay. Ich wollte doch da lang. Was mit dir? Mit dir können wir auch nichts machen. Das können wir auch nicht kaputt hauen. Und hier geht es dann aus der Stadt raus, oder? Moment, da waren Fragezeichen. Jetzt ist die... Ja, da oben waren auch Fragezeichen, aber ich... Versuch das jetzt erstmal hier rechts. Ich habe das Gefühl, das ist näher. Kann man denn irgendwo sein... Ja, hier waren Quests, aber wir haben noch gar keins. So, was ist mit dir? Louis. Hi, my name is Louis. It would be really nice to meet you, but I'm too hungry. I stand here all day long protecting territory, thinking about the crab plant make me more hungry. Sorry, but can you get me some of these? It would be so nice of you. Just look for them in the north. Cool, jetzt haben wir unsere erste Quest. Unscheduled dinner. Give Louis 5 pieces of crab plants. They grow in the north of the funny wasteland. Wir kriegen 50 Gold dafür, 20 XP. Machen wir doch mal. In den Norden. Das heißt, können wir hier eigentlich auch raus? Ja, können wir, aber wir gehen dann doch mal immer links. Er hat ja gesagt Norden. Wir könnten auch da in den Norden gehen, aber ich gehe jetzt nochmal hier zurück. Können wir ja auch hier dahin skaten. Alles kein Thema. Weiß nicht. Also, es hat auch so ein bisschen... muss da schon irgendwie an World of Warcraft denken, so mit den Quests. Oh, Krabben. Ich muss euch jetzt erledigen, oder? Sieht so aus. Oh, noch mehr Gegner. Vielleicht sollte ich mich nicht mit so vielen gleichzeitig anlegen. Aua. Oh, nee. Leute, ich gehe mal. Tschüss. Was passiert denn, wenn ich hier rauslaufe? Und ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Heiltrank. 25% Gesundheit. Nutzen wir den mal. Benutzt man. Nee, kann man nur einmal nutzen, dann hat der einen Cooldown oder wie? Ach, dann kommen die gleich alle an. Ach, das ist ja schon ein bisschen doof. Wenn ich ehrlich bin. ja. Können wir noch einen Heiltrank nehmen? Ja, gut. Irgendwann muss das ja mal was werden. Verdammt, ja, die Kleinen sind jetzt schon mal weg. Sollte mehr ausweichen. Ich sollte echt mehr ausweichen. Das ist doch totaler Mist. Use, ja. Was mache ich, wenn ich keine Heiltränke mehr habe? Blade. Was ist mit Blade? Haben wir eine Blade gefunden? Moment, wir können ja auch durchs Wasser laufen. Das ist gut zu wissen.
Moment. Branch. A branch. Was ist hier mit Force 3? Rüsten wir doch einfach mal die Klinge aus. This blade is used by all beginners. Hallo? Equip. Haben wir die jetzt ausgerüstet? Ach so, wir müssen die erst entfernen. Nee. Das können wir noch nicht anlegen. Bin gerade etwas verwirrt. Da oben steht was von Plus. Es blinkt. Ja, schön. Kann ich auch irgendwie vielleicht mit C? Nein. Gibt doch hier bestimmt auch irgendwie Skills oder so ein Zeug. Bestimmt. Ach, das ist ja alles was. Glaube. Ja, ich versuch's jetzt. Versuch's jetzt. Vielleicht kriege ich die zwei ja noch tot. Aua. Dodge Roll des Todes. Ja, ich sollte hier vorsichtiger spielen. Das ist halt. So viel zum Thema vorsichtiger. Ah, verdammt, ich bin am Baumstumpf hängen geblieben. So ein Mist. New Game. Okay, man fängt also immer wieder von vorne an. Das ist ja mal gut zu wissen. Aber warum muss ich dann jedes Mal das Tutorial hier machen? Das finde ich ja etwas. Das finde ich ja nicht so toll. So, bei dir gibt es nichts. Hier ist noch so ein Gegner. Nehmen wir die mal mit. Bam. So, habt ihr irgendwas fallen lassen? Nein. Ich glaube, der graue Leiste hier drunter, das ist die XP-Leiste, oder? Ich glaube schon. So, dodgen. Oder weglaufen. Aua. Das finde ich auch ganz gut, dass hier so Sachen automatisch eingesammelt werden. Aber leider sieht man. Wohl doch, man sieht die schon. Aber wenn die gleich bei einem Gegner spawnen, den man gerade erledigt hat, dann sieht man die Symbole natürlich nicht. Ja. Hallo, du sollst. Wieso haust du den nicht? Das war jetzt gerade merkwürdig. Ja, Skate. Okay. Bei Heiltränke. Ja, im Inventory finden wir die Items, genau. Kann man sich die auch irgendwie auf eine Leiste legen? Es gibt hier, glaube ich, keine Shortcut-Leiste, oder? Wig on. Okay. Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Doch hier unten, dann müssen wir. Ach, zwei ist das, oder? Können wir ja gleich mal ausprobieren. Hier haben wir wieder die ganzen Händler und so, aber ich will jetzt erstmal. Moment. Schauen wir doch noch mal kurz hier beim Händler. Du hast so ein Cleaver. Force is requirement. Okay. Das ist irgendein Statuswert. Vermutlich. Ich finde das manchmal schwierig zu erkennen, wo man langlaufen kann und wo nicht. Was ist mit euch los? Nehmen wir hier noch die Blümchen, Sonnenblumen mit. Da sollte ich nicht zu weit hinlaufen, sonst. Ja, komm, wir versuchen sie jetzt mal einzeln. Komm schon, Krabbe. Dodgen. Ah. Also ich muss sagen, das gefällt mir schon wirklich auf den ersten Blick. Echt gut. Ja doch. Mag ich.
Die Blümchen haben Fragezeichen. Alles klar. So. Lieber die Gegner hier einzeln angreifen. Jetzt komm schon. Aua. Aua. So, jetzt probieren wir das mal mit der Heilung. Drück mal 2. Ja, 1. Okay, mit 1. Das ist unten die 1, das ist die Menge. Alles klar. Was haben wir hier? Juicy Crableaf. Ach, die Quest ist noch aktiv. Aber wir haben doch von vorne angefangen. Wir schauen gleich mal. Ins Questlog. Wenn die Quest da steht. Mich hat das nur gerade irritiert, dass man quasi dieses Mini-Tutorial da wieder hat. Ja, jetzt komm schon, mach irgendwas. Krabbe. Und jetzt musst du aber dran glauben. Jawohl. Crableaf, genau. Das sind dann die Teile hier. Machen wir mal alle kaputt. Guck mal eben I und wir gucken mal. Quest steht keins. Alles klar. Das ist aber genau. Nee, das ist Shrubleaf. Okay. Nehmen wir die mal mit. Und laufen mal runter zu dem Krokodil. Dann müssten wir ja eigentlich gleich die Sachen abgeben können. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie ein Heilbrunnen oder irgendwas in der Richtung? Was haben wir denn hier? Das ist einfach nur... Requisite. So. Ja, Louis, kennen wir schon. Ja, genau. Kann man das auch irgendwie überspringen? Nein. Accept! Oh, you finally got them! Thanks a lot, finally I can eat something. You know, actually, I don't like my job. It's just my mom. She always tells me that I needed to get a job. I'm actually starving here. Mom says at least I'll become thin as my friend Martin. Oh, almost forgot, he owes me something. Alles klar, haben wir jetzt die Sachen bekommen? Listen, I have a little quest for you. It would be really nice to read something. Martin, as Martin... Osmi, large encyclopedia of butterflies. Can you take it? I can't really go to the village right now. I would be fired if someone will see me there. Of course, I'll give you a pair of goats for this. And you can read it too if you want. Okay, dann machen wir das doch. Martin war ja der Typ da unten. Das sollte definitiv machbar sein. Wir sind schon Level 3. Frag mich immer noch, ob es hier irgendwie Charakterwerte gibt, aber es sieht einfach nicht danach aus. I heard you were talking with Louis about his book. Sorry, I can't give you this book without Last Butterfly. It's really rare. I heard some Bennett in the north of Funny Wasteland have it. I'm not sure if it's true, but why not give it a try? I would fight for it, but I don't have my sword with me right now. These guys are dangerous. Maybe you can somehow sneak it... while distracted or something. Okay. Martin needs a butterfly from robbers. They are living near the north of Funny Wasteland. Oh, da kriegen wir schon mehr Gold für. Das heißt vermutlich, das ist schon ein bisschen etwas größere Herausforderung. Gibt es denn hier auch noch andere Sachen außer Heiltränke? Ja, da steht immer Force als Requirement, aber wo sehe ich denn, wie viel Force wir haben? Sieht man hier eigentlich auch irgendwo, wie viel Gold wir haben? Bin ich denn total blind oder so? Ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Oh, es wird dunkel. Geht denn der Weg hier hin? Laufen wir doch mal hier lang. Ja, das ist jetzt auch erstmal so ein bisschen hier so zum Anspielen.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich mit dir nicht sprechen könnte. Da können wir ein Boot benutzen. Rüstungshändler. Ja, da steht, wie teuer die Sachen sind. Da steht auch, dass wir sie nicht kaufen können, aber ich bin vermutlich blind. Ich weiß es nicht. Hier können wir mit dem Boot fahren. Aber nö. Gehen wir erstmal nach oben. Das ist ja auch hier erstmal alles nur so ein Mini-Überblick, um einen Ersteindruck zu bekommen. War doch so, das ganze Konzept, das gefällt mir schon sehr gut. Oh, jetzt kommen gleich zwei an. Aua! Da haben wir schon wieder Gold gefunden, das nirgendwo angezeigt wird. Ah! Was ist das denn? Ach, das sind nur Bäume. Ja, es wird immer dunkler. Ich fürchte ja, dass die Gegner hier dann noch schwerer werden. Leider haben wir keine Karte. Das ist schon ein bisschen blöd, außer der Minimap. Das ist schon... Was haben wir hier? Chest mit Pfeilen. Ja, alles so Zeug. Ja, nehmen wir alles. Kisten gibt es ja also auch. Da oben ist so ein dickes Monster gewesen. Oder gleich zwei davon. Aber wir machen doch ein bisschen Schaden. Aua! Wir kriegen aber auch ein bisschen Schaden. Aua! Verdammt, kein Heiltrank mehr. Okay, 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 ich gehe ja schon. Ich hab's begriffen. Ich hätte gern mal neue Heiltränke. Moment. Big On machen wir das so. Dann haben wir die auf 1. Okay. Aua. Haben die nicht eben mehr Schaden bekommen? Das ist jetzt aber hier schon etwas doof. Ich stelle mich hier gerade an. Können wir denn hier noch irgendwas machen? Mit euch können wir nicht reden. Hier ist ein Lagerfeuer, das einfach vor sich hin brennt. Und sonst... Gute Frage. Laufen wir jetzt einfach so lange weiter, bis es wieder Tag wird, oder wie? Vermutlich. Können wir hier irgendwie... Nö. Hier sind noch ein paar von diesen Gegnern. Die sind absolut kein Thema. So, da liegt noch ein Mana-Trank. Den stecken wir mal eben ein. Und was haben wir hier? Noch so eine Krabbe. Ist das die Lebenspunkteanzahl, die bei denen da im roten Balken steht? Auf jeden Fall ist die ganz schön klein. Ja, ich glaube, das sind die Lebenspunkte. So, jetzt komm schon. Krabbe! Aua! Muss da wirklich blocken oder weglaufen? So. Was ist denn das? Einfach nur so eine Blüte. Eine Pflanze oder was auch immer. So, was haben wir denn hier? Wieder ein paar Pflanzen. Die sind ganz leicht zu erledigen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo nochmal... Weiß nicht, kann man irgendwie so weit aufleveln, dass man irgendwie eine Fähigkeit freischaltet? Oh, verdammt, das wäre beinahe in die Hose gegangen. Mal vielleicht irgendwie reinscrollen. Nee, geht auch nicht. Ich finde das von der Entfernung schon ganz schön ein bisschen sehr weit. Ich würde es würde mir besser gefallen, wenn man wirklich ein bisschen reinzoomen könnte. Das wäre schon ganz cool. Aber ja, Level 4, das ist ja schön. Gibt dann mehr Lebenspunkte wahrscheinlich. Oh. Nehmen wir mal den Trank. Und sonst so. Vielleicht mit Level 5. Geh weg, Krabbe. Aber wir sollten nach Norden gehen, ne? Das sieht von der Optik, vom Grafikstil schon... Aua, nein, du hältst so viel aus. Danke.
Das sieht schon recht cool aus. Gefällt mir. Ich würde nochmal interessieren, man auch irgendwie schlafen kann, so dass man quasi dann sich vornimmt, immer bei Tag zu spielen. Da ist noch so ein Westtiny. Hermit Greg. Hey Kid! This forest is really dangerous. Going alone is suicide. I would guide you through the forest, but you know, I'm a busy man with busy stuff. But a powerful weapon may help. I heard Martin lost his sword near the cats. They live somewhere here. You can... And please, for the love of God, take me with you. I'll do whatever you want. Okay. Find Martin's sword near Hermits house. Dann machen wir das doch mal. Er kommt jetzt auch mit. Ah, da ist schon wieder so ein dickes Krokodil. Da sind ganz viele dicke Krokodile. Nee, lasst mal. Lasst mal. Da ist ein... Da sind so Wasserwesen. Moment, du kommst... Du bist da. Okay. Du kommst nicht weiter, oder wie? Aber hier. Oh, eine Chest. Ja, da stecken wir doch mal alles ein. Wunderbar. Und können wir denn jetzt das hier ausrüsten? Equip. Nein. Force 5. Ha. Kindergrad. Ach, hier haben wir. Ach, hier haben wir Stats. Alles klar. Dass ich da auch nicht mal drauf geklickt habe, ist schon der Knaller. Level 4. Okay, Stärke. Was bekommen wir denn durch Stärke? Mehr Force? Wir haben 8 Punkte. Okay, Sword Damage. Dex. Ja. Max Health, Max Mana, ja. Restpunkte stecke ich mal in... Stärke. Ja. Okay, dann haben wir das jetzt auch gefunden. So, kann ich das denn jetzt ausrüsten? Ja, kann ich. Gut. Dann machen wir das doch. Macht auch mehr als doppelt so viel Schaden. Also das ist schon eine Ansage. Ja, ich wollte das einfach nochmal gezeigt haben, ob man hier halt irgendwas noch hochleveln kann oder so weiter. Wir können ja nochmal kurz gucken, was es hier noch so gab. Ja, Stärke, Dex und Magic Knowledge. Ja, Gesundheit kann man erhöhen. Maximal Mana kann man auch erhöhen. Und hier sehen wir dann, wie viel Schaden wir machen. Warum der es plus 30 ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Plus 30%. Schilder gibt es scheinbar auch. Und hier sehen wir auch unser Gold. Wärme und Kristalle gibt es ja auch. Mir wäre es fast lieber, dass wir unser Gold immer sehen würden. Oder zumindest, wenn wir dann I drücken. Ach doch, hier ist doch das Gold. Ach ja, wie dem auch sei. Das war erstmal ein Angespielt von mir. Mir gefällt das soweit richtig gut. Das Kampfsystem ist ein bisschen haderig und der... naja, ich wäre lieber näher dran am Geschehen oder zumindest ich hätte mich über eine Möglichkeit gefreut, rein und rauszoomen zu können. Aber ansonsten macht das Spiel einen super Eindruck. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen und über einen Kommentar von euch. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.